Ja, dann guten Morgen auch von meiner Seite und natürlich danke für die Einladung. Den Rest muss ich also gleich zurückgeben. Ich stelle mich noch mal ganz kurz einmal vor. Mein Name ist Florian Hartli, bin ein Komponist und Medienkünstler aus Bochum, Komposition an der Frankfurter Universität der Künste studiert in Essen, bin dann eine Zeit lang in Wien gewesen, habe dort Komposition studiert an der Universität für Musik und Darstellende Kunst und bin seit 2013 zurück im Ruhrgebiet und leite da einen Masterstudiengang am Institut in Kooperation mit der Frankfurter Universität und mache das also zusätzlich zu meiner künstlerischen Arbeit. Wenn die Zeit ausreicht, ich muss mir mal, glaube ich, vielleicht meine Stoppuhr hier ein bisschen hinlegen, damit ich die Zeit im Blick behalte, werde ich am Ende auch noch ein bisschen auf eigene Arbeiten eingehen, aber in erster Linie geht es natürlich um das schon angesprochene Projekt, wo eben Klänge der Arbeit verarbeitet wurden. Dazu muss ich gleich sagen, ich habe die nicht selbst archiviert, aber dazu komme ich noch. Das war eben Teil eines Projekts und das bringt mich aber jetzt direkt sozusagen zur Sache an sich. Wenn wir über Arbeit nachdenken, denken wir darüber natürlich in erster Linie vielleicht an eine physische Sache, also etwas, was zu tun ist oder etwas, was zu denken ist. Aber Arbeit hat eben auch andere Auswirkungen, nämlich beispielsweise Klang. Und dieser Klang ist gerade in der industriellen Welt natürlich Schrägstrich gewesen. Denn was wir ja momentan haben, ist der industrielle Wandel. Wir befinden uns in der Postindustrialisierung, was bedeutet, dass viele Fabriken und viele Bergwerke mittlerweile geschlossen sind und neben den eigentlichen Orten auch die Klänge nicht mehr existieren werden in Zukunft. Und um dem entgegenzutreten, hat sich ein EU-Projekt gegründet. Und dieses EU-Projekt heißt Work with Sounds. Das ist ein Zusammenschluss von 6 Museen aus Europa, die sich eben zur Aufgabe gemacht haben, entsprechende Klänge der Arbeit aufzunehmen und zu archivieren, um diese als kulturelles Erbe für die Nachwelt auch erhalten zu können. Mittlerweile ist auch die Website von dem Projekt fertig, da kann jeder schauen, wenn er möchte, das ist workwithsounds.eu. Da kann man dann also sich die einzelnen Klänge anhören, kann auf Fotos klicken, sich anschauen, was da aufgenommen wurde, ist sicherlich eine spannende Sache. Es ist vor allen Dingen um zu erwähnen, dass alle Klänge, die von diesem Projekt zur Verfügung gestellt werden, unter der Creative Commons Lizenz laufen. Das heißt, Kreative dürfen diese Klänge auch nutzen, natürlich mit entsprechenden kommerziellen Einschränkungen, aber sie sind erstmal frei verwendbar. Ja? Dieses Projekt hat sich 2014 zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Und zwar auf dem Internationalen Museumstag, unter anderem in Dortmund. Denn das Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund ist eines dieser 6 Museen, die bei diesem Projekt dabei sind. Und der Leiter dieses Projekts von dort, Konrad Kuskowski, hatte mich damals im Frühjahr dann angeschrieben, ob ich als Medienkünstler, der selbst viel eben mit entsprechenden konkreten Klängen arbeitet, etwas für dieses Projekt tun kann, um das quasi auf dem Museumstag dann zu promoten und der Öffentlichkeit näher zu bringen. Und wir hatten dann relativ schnell die Idee gemeinsam, dass eine entsprechende Klangstation spannend wäre, wo eben Besucher und Besucherinnen vom Museumstag letztendlich mit diesen Klängen, die das Archiv archiviert, Soundcollagen erstellen können. Und das wurde dann in die Tat umgesetzt und das ist im Wesentlichen eben auch das, was ich jetzt hier vorstelle. Bei der Klangstation sollte es sich also um ein digitales Instrument handeln, was intuitiv zu bedienen ist. Das ist klar, wenn man davon ausgeht, dass das erstmal von Laien gespielt wird, kann man nicht mit einem Keyboard-Controller, mit einem MIDI-Controller hier vielleicht noch in den Trackpad kommen, sondern es musste irgendwie klar und greifbar sein auf den ersten Moment. Deswegen
quasi das geworden, was es geworden ist. Ich sage gleich was dazu. Was eben auch noch eine spannende Komponente eben ist, dass wie gesagt die Klänge des Projekts eben das Grundmaterial dieser Klangstation sind und gewissermaßen kann man da den Vergleich vielleicht tanzen. Und auch wenn jetzt das Instrument, wie es letztendlich klingt, nicht im entferntesten mit einer Gitarre zu tun hat, ist es von der Materie doch ähnlich. Wenn wir uns eine Gitarre vorstellen, besteht die im Grunde genommen auch erstmal nur aus dem Holzkörper und aus Saiten. Und diese Saiten sind im Grunde genommen die Klänge des Instruments. Das sind einfach das Grundmaterial, was da ist, was klingt. Und mit diesen Saiten auf der Gitarre kann ich auch gar nicht so wahnsinnig viel machen, außer die zu transponieren, indem ich eben aufs Griffbrett greife und die Lautstärke kontrolliere, indem ich laut oder leise anschlage oder vielleicht Zupf oder mit Blättchen stoppe. Und dann kann ich diese Saiten miteinander kombinieren und Harmonien erstellen. Und das ist im Grunde genommen das, was mir eine Gitarre ermöglicht, jetzt erstmal auf den ersten Blick. Und auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert die Klangstation. Hier gibt es schon mal einen Screenshot. Ich werde die gleich auch jetzt hier entsprechend einmal anmachen und anspielen, damit man auch hören kann und einen Eindruck bekommt, wie es funktioniert. Letztendlich noch ganz kurz zur technischen Umsetzung, wie es eben in der Software Max MSP passiert. Das ist eine audiovisuelle Programmiersprache, wird den Klangkünstlern im Publikum vielleicht bekannt sein. Wer Klangkünstler ist und dem es nicht bekannt ist, empfehle ich, sich damit auseinanderzusetzen. Man kann wahnsinnig viele spannende Sachen damit machen. Fängt quasi grafisch auf der Oberfläche bei Null an und kann aber in jede sich vorstellbare Richtung auswählen, um Klangexperimente zu vollführen. Da ist also die gesamte Oberfläche drin programmiert worden und gestaltet worden. Und als Hardware, was letztendlich dann spielbar war von den Besucherinnen, ist letztendlich dieser kleine, sag ich mal, Nanocontroller von Korg. Also das ist im Grunde genommen schon alles. Und das ist im Grunde genommen auch das, was letztendlich diese Klangstation zum Instrument macht und sie von einer einfachen Software unterscheidet. Denn durch dieses Interface habe ich quasi die Möglichkeit, die Klänge zu bedienen und sie zu spielen. Die Logik ist im Grunde genommen ganz einfach aufgebaut. Wir haben vier verschiedene Klangbänke mit vier verschiedenen Pop-up-Menüs, aus denen jeweils ein Klang gewählt werden kann. Ja? Die können dann gleichzeitig erklingen oder einzeln, je nachdem wie ich die Felder stelle, und natürlich in der Lautstärke modifiziert werden. Dazu gibt es noch einen kleinen Regler, der nennt sich Speed. Und wie der Name schon sagt, steuert dieser Regler eben die Geschwindigkeit. Ich kann also bis zu vierfachen Geschwindigkeit hochtransponieren, das sind 200 Hafen. Ja, das entspricht ungefähr, auch hier ist wieder ungefähr die Gitarre im Hinterkopf. Auf die Gitarre kann ich letztendlich, wenn ich eine leere Seite anschlage, tiefer kann die nicht werden, ne, wenn ich Gitarre spiele. Ich kann sie höchstens hochtransponieren und 200 Hafen ist so in etwa das, was ich da als Ambitus zur Verfügung habe. So, und dann können auf diesem Wege eben diese Klänge miteinander verbunden werden und gemacht werden und da für die Besucherin natürlich auch was dabei sein sollte, was sie mit nach Hause nehmen können, gibt es unten über diesen Record-Knopf die Möglichkeit, die Session, die man sozusagen live spielt, mitzuschneiden und das habe ich dann im Nachgang als Download zur Verfügung gestellt, sodass jeder sich seine eigene Collage dann mäßig hat. Und um einen Eindruck zu bekommen, wie das klingt, würde ich sagen, spiele ich das mal kurz an. Thank you.
werden, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man dann jetzt das 10. Mal diese Pfeife hört, wird sie nicht sehr streng. Nehmen wir beispielsweise mal diesen Abzug. Das ist im Grunde genommen eine schöne musikalische Fläche, kann ich vielleicht erstmal so liegen lassen. Was ist das?
habe ich bewusst so genannt. Und zwar verarbeitet diese Spur die Klänge auf eine extreme Art, möchte ich sagen. Also da stehen relativ komplexe Algorithmen dahinter, die werden bis zur hundertfachen Geschwindigkeit gepitcht. Es kommen andere Klangprozesse, die Klänge durchlaufen, sodass sie völlig verfremdet werden und nur noch klingen wie digitales Geflirren, die Störgeräusche. Und die kann man eben, wenn man möchte, dazu mixen. Sehr von der Musik auf
geprägt oder auch von Soundscape-Kompositionen geprägt sind, also genau entsprechenden Genres, die letztendlich sind auch immer zu konkreten Projekten arbeiten und diese dann letztendlich auch durch Verfremdung zum Beispiel in völlig neue Kontexte bringen. Und bei diesem Weg bin ich halt ja, viel in Kontakt mit Ballett, mit Theater, mit Tanz, natürlich auch mit elektroakustischer Komposition. Ich habe hier Arbeitsfelder nochmal aufgeschrieben, wo beispielsweise über mehrere Kanäle gleichzeitig verschiedene Klänge wiedergegeben werden, ganze Soundscapes entstehen, Klanglandschaften. Und ich finde es eben immer spannend, wenn man sich irgendwo im Mix befindet, dass man Klänge hört, die man kennt, die an einen irgendwas erinnern lassen und auf der anderen Seite wieder in rein musikalische Texturen kommt und diese musikalische Textur eben aus diesen Klängen zu erzeugen, das ist gewissermaßen dann auch mein Ansatz. Also für mich sind die gesamten Klänge der Welt kompositorisches Grundmaterial. Ne? Und das ist eben möglich sozusagen durch, ja, durch moderne Technologien auch. Ne? Also vor 200 Jahren hätte man das einfach nicht sagen können. Ich kann das heute möglicherweise. Denn ich habe die Möglichkeit, sehr leicht die Klänge aufzunehmen und ich kann die sehr komplex verarbeiten im Computer und kann sehr spannende Klangergebnisse damit erzeugen. Und als Abschluss würde ich vielleicht noch einen ganz kurzen Ausschnitt aus einem Clip zeigen, nämlich aus einer Gemeinschaftsarbeit mit David Russo, das ist ein Choreograf aus München, und Jörg Krenz, Videokünstler. Wir haben gemeinsam 2014 eine Ballettinstallation erarbeitet, wo ich Klänge gearbeitet habe, im Grunde genommen von einem klingenden Weinglas und einer sich auflösenden Aspirin-Tablette. Ne? Zusammenhang kann wahrscheinlich jeder selbst herstellen. Ursprünglich wollte ich aus diesen Klängen ein eigenes Stück namens Counter-Attack machen, habe das aber gelassen. Und habe die dann im Grunde genommen für dieses Projekt verwendet und zugegeben auch noch zwei Klavierakkorde dazu gegeben. Aber ich denke, das Ergebnis war ganz spannend. Also das war mit ca. 100 Tänzerinnen und Tänzern der Ballettakademie aus München. Wenn man Ballett studiert, tut man das wirklich sehr früh. Also die jüngsten Studierenden sind dann schon 8 ungefähr, erst 8. Und die Ältesten so ca. 1920. Und das war in der Kirche von Ursula in München, in der Lange der Kirchen 2014. Und da zeige ich zum Abschluss diesen kurzen.